Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. In der letzten Folge ist die Urkönigin der Klingen erwachsen, denn wir haben die Kraft des ersten Brutschleimpools, der Geburtsstätte der Zerg überhaupt, in uns aufgenommen und sind nun wieder ein Zerg, wie ihr sehen könnt. Ich spüre eine Macht, die ich nie zuvor gekannt habe. Und nicht nur, dass wir eine größere Macht als die der alten Königin der Klingen nun besitzen, nein, wir sind auch noch trotzdem unabhängig und nicht von der Korruption von Amon befallen. Und das ist im Prinzip ja das, was wir die ganze Zeit wollten. Kerrigan sollte nun bereit sein, in den Kampf zu treten, in den großen Kampf des großen Konflikts, wobei sie natürlich immer noch auf ihrer Rachemission gen Mengsk ist, den sie ja ausschalten will für all das, was er ihr angetan hat. Wir sind jetzt hier immer noch auf Cerus und man fragt sich natürlich, was soll hier jetzt noch passieren, da wir doch diese Macht bekommen haben. Reden wir erstmal mit unserem neuen Gefährten, Dehaka von den Urzerg, der sich uns anschließen will, weil er glaubt, mit uns am meisten Essenzen sammeln zu können. Glaubst du, dass sich mir die verbleibenden Rudelanführer jetzt anschließen werden? Sie sind ein Fels, ein Baum, ein Berg. Sie trotzen dem Wind. Sie streben nach Macht. Und du? Ich bin ein Fluss. Ich werde fließen. Ich begehre Essenz. Nun, die Rudelanführer haben jetzt keine Chance mehr gegen den Schwarm. Sie sammeln schon seit Jahrtausenden Essenz. Sie sind blind, aber sie sind nicht dumm. Mir ist gerade dieses kleine Bärtchen von Dehaka aufgefallen, weil sie so herumwippt. Das ist irgendwie lustig. Ja, die Rudelanführer werden sich uns nicht anschließen. Das heißt, wir müssen sie töten. Und Jahrtausende stimmt, denn wir haben ja erfahren, dass die Urzerg nicht altern. Und das ist eben gefährlich, denn sie konnten so viel Erfahrung sammeln in dieser Zeit. Das ist schon nicht ohne. Nun sehe ich aus wie die Anführerin des Schwarms. Vielleicht überzeugt das Meerbrotmütter, sich uns anzuschließen. Du warst schon gestern die wahre Anführerin des Schwarms und du wirst es auch morgen sein. Dein Aussehen spielt keine Rolle. Für dich vielleicht nicht. Die Terraner jedoch werden nicht so verständnisvoll sein. Naja, ich frag mich halt, was Reyna dazu sagen würde, wenn er dich sehen würde, aber gut. Da er ja laut dem UNN tot ist. Isha. Du strahlst eine unfassbare Kraft aus. Mehr noch als die alte Königin der Klingen. Alles ist anders. Ich konnte den Schwarm schon immer hören und ihn kontrollieren. Aber jetzt... Jetzt fühle ich den Schwarm. Ich bin der Schwarm. Ja, das ist der gleiche Satz, den sie im Intro hat fallen lassen. Als sie diese Vision hatte. Als sie noch im Omoyanischen Labor gefangen war. Sehr interessant. Erschreck mich doch nicht so! Du bist wiedergeboren. Ein Anführer mit endloser Macht. Ich fühle mich unbesiegbar. Wie Amon, der dich einst kontrollierte. Das tat er nie. Ich spürte einen Einfluss. Etwas Dunkles. Lang vergangen. Amon muss vor meiner Verseuchung gestorben sein. Ich hoffe es. Denn er war wahrlich ein mächtiger Gegner. Das ist interessant. Also Amon konnte Kerrigan offenbar so gut kontrollieren. Und der Einfluss war offenbar so subtil, dass sie nicht mal kapiert, dass sie kontrolliert wurde. Ich meine, das steht ja außer Frage, weil sie sich ganz anders verhalten hat, nachdem sie ja ein Mensch war, zum Beispiel wieder. Evolutionsgrube. Wir haben hier jetzt den Schwarmwirt. Oh, ihr müsst noch ordentlich Platz hier machen, wenn der Ultralisk hier noch hinpassen soll. Schwarmwirt mutieren. Ja, das sieht schon mal nach was aus hier. Gucken wir uns das mal an. Eingraben. Ermöglicht es dem Schwarmwirt, sich einzugraben, kann ohne Aufdeckung von Gegnern nicht gesehen werden, kann im eingegrabenen Zustand weiterhin Schrecken erschaffen. Ursequenzen in Schwarmwirt resistent gegen Verbesserungen, frustrierend, selbst kleine Änderungen herausfordernd, Essenz passt sich stetig an, lehnt Mutationen ab, ärgerlich, schwierig, aber kann Eingraben von Schwarmwirt ermöglichen, Schlüpfen von Schrecken unterirdisch funktional. Schnelle Inkubation.
Schrecken werden 20% schneller erschaffen. Schreckenproduktion ineffizient. Wird stark von Redundanzverringerung profitieren. Sequenzen sind komplex, verschwenderisch. Nebenprodukt wilder, unkontrollierter Evolution. Vereinfachung ermöglicht. Schwarm wird eine schnelle Inkubation ausgewachsener Schrecken. Oder Überdruckdüsen. Schrecken können sowohl Luft- als auch Bodeneinheiten angreifen. Verteidigung von Schwarm wird abhängig von Schreckenorganismus. Schrecken sondern Flüssigkeit ab, werden auf Gegner gespritzt, kann Drüsen mutieren, Druck erhöhen, ermöglicht Flüssigkeitenstrahl bemerkenswerte Höhe. Kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Das ist auch cool. Ich werde aber jetzt erstmal eingraben machen, denn das ist sehr cool. Also solange der Gegner keine Tarnung hat, kann er nicht viel tun. Keinen Detektor hat, kann er halt nicht viel tun, weil er den Schwarmwirt nicht sieht und es wird ein unablässiger Strom von Schrecken auf den Gegner niedergelassen. Ist das nicht schön? Hier können wir mal die rasche Regeneration probieren. Einfach mal ausprobieren. Hier habe ich ja jetzt das Stachelprofil gemacht. Das fand ich auch ganz gut. Adaptiver Panzer. Hier können wir ja mal Jodwasserstoffgalle machen. Und mit Abatur reden. Genetische Stränge verschieden. Von Grund auf neu strukturiert. Stärker als Königin der Klingen. Sequenzen komplex, aber sauber. Im Kerngrund verschieden. Ja, ich bin anders. Ich bin meine eigene Herrin. Als das Xel'Naga-Artefakt mich wieder menschlich machte, hat es mich auch von Amons Einfluss befreit. Und so konnte ich zu etwas Größerem werden. Muss Probe nehmen. Neue Sequenzen erforschen. Versuch es gar nicht erst, Abatur. Was ich jetzt bin, übersteigt dein Verständnis. Schwer zuzugeben. Kann neue Struktur nicht verstehen. Wende mich wieder Arbeit zu. Er wollte sich tatsächlich mit seinen Tentakeln begrapschen. Na ja, gut, dass sie es nicht zugelassen hat. Aber da hatten wir es nochmal. Es gab einen Einfluss von Amon. Warum sagst du denn eben, er hat dich nie kontrolliert? Naja gut, Einfluss und Kontrolle ist schon mal ein Unterschied. Auf jeden Fall hat er dafür gesorgt, dass sie teilweise anders gehandelt und gedacht hat, als sie es normalerweise tun würde. Nächste Mission hier in Cerus. Was geht denn jetzt ab? Es ist Zeit. Tritt den verbleibenden Rudelführern entgegen. Nimm, was das ihre ist. Erfülle das Schicksal aller Zerg. Besiegen Sie die Anführer der Urzerg in Alleinherrschaft. Interessant. Hauptzielbelohnung sind 5 Machtpunkte für Kerrigan. Bonuszielbelohnung sind 4 Machtpunkte. Da hätten wir also schon mal wieder 9. Und Evolutionsmission für Hydralisken würden wir auch bekommen. Und das ist sehr cool, denn wie ihr wisst, liebe ich den Hydralisken. Jetzt müssen wir also die Rudelführer der Zerg töten. Der Urzerg. Und hier sehen wir in dem Wallpaper nochmal die gigantischen Ausmaße von Zorvan. Ist richtig heftig, wie groß er ist. Ich frage mich, wie viele Viecher der schon gefressen hat. Und dieses Stream mit Daten nervt mich langsam. Das wird nämlich wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, warum die Cinematic so geruckelt hat in der letzten Folge. Weil er die Daten runterzieht, keine Ahnung, und der Server irgendwie gammelig ist, weil am Internet kann es hier nicht liegen mit DSL 200.000. Das würde mich doch sehr wundern. Ja, keine Ahnung, in Wings of Liberty war das ja nicht so. Das ist jetzt in Heart of the Swarm das erste Mal, dass ich das sehe, mit diesen Stream mit Daten. Es wäre mir zumindest nie aufgefallen. Kenne deine Feinde. Yagdra, ein Wurm, dessen Säure wie Feuer brennt. Greif, gewaltig und von Hass verzehrt. Slyvern, die ewige Mutter. Gefühllos und zerstörerisch. Töte sie und du wirst über alle Zerg herrschen. Okay. Sie alle haben den Großteil ihrer Streitkräfte gegen deinen Schwarm ausgesandt und sind nun selbst angreifbar. Zagara, verteidige den Leviathan. Ich kümmere mich persönlich um die Anführer. Ja, in dieser Mission spielen wir Kerrigan und wie ihr sehen könnt, wir sind ziemlich stark. Wir machen 49 Schaden, wir haben Bodenpanzer 2 und wir haben 620 Lebenspunkte.
Töten Sie die Rudelführer der Zerg. Deine drei Königin Stück. Lauscht. Yagdra, Slyvan und Kreid, oder wie die hießen. Meine Königin. Neue Form. Mächtig. Kann sehr hoch springen. Feinde niederschlagen. Schwerer Schaden. Ja, wir haben jetzt tatsächlich eine neue Fähigkeit, den Sprungangriff. Kerrigan springt auf ihr Ziel zu und fügt ihm 150 Schaden zu. Kann ohne ein Ziel eingesetzt werden, um sich schnell fortzubewegen. Passiv, plus 10 Schaden und Angriffsreichweite um 3 verringert. Okay. Ah ja, ich sehe schon. Interessant. Der Schwarm erobert alles. Es hat sich ja generell jetzt was bei Kerrigan verändert. In dem Stat-Bildschirm, aber das können wir erst anschauen, wenn wir diese Mission hier geschafft haben. Gewagt. Es gibt also offenbar neue Fähigkeiten. Ich bin der Schwarm. Neue offensive Fähigkeit. Psi-Verschiebung. Vorwärtspreschen. Kreaturen im Weg vernichten. Ja. Kerrigan stürmt durch die gegnerischen Reihen und fügt allen Gegnern auf ihrem Weg 50 Schaden zu. Bewegungsgeschwindigkeit um 30% erhöht, ist die passiver. Was du heute kannst besorgen? Ja, eindrucksvoll. Wir kennen keine Grenzen. Und sie regeneriert offensichtlich extrem schnell ihre Energie. Ich bin der Schwarm. Oh, ein Xel'Naga-Relikt. Dieses Relikt, ursprünglich von Xel'Naga, beherbergt genetische Informationen. Wichtig, muss einsammeln. Okay, dann auf jeden Fall. Die Eroberung geht weiter. Dann sind wir insgesamt bei 39 hier. Macht euren Frieden. Unsere Urschaben helfen. Sie bekämpfen Yagdras Brut. Oh, die Harkas-Rudel. Neue Form kann Essenz beeinflussen. Sich selbst und nahe Zerg heilen. Heilen. Heilt Kerrigan um 150 Trefferpunkte. Oh, das ist sehr gut. Und verbündete biologische Einheiten in der Nähe um 50 Trefferpunkte. Im Verlauf von 15 Sekunden werden zusätzlich 50% dieses Werts regeneriert. Das ist sehr, sehr gut. Also sie ist jetzt wirklich eine Kampfmaschine geworden. Ja? Da haben wir einen Ultralisk. Deine Königin lauscht. Den werden wir jetzt erstmal hier ordentlich einheizen. Keine Grenzen. Und werden uns diese Gegend hier mal noch ein bisschen genauer angucken. Ich bin der Schwarm. An. Gewagt. So, du kannst mal eben untertauchen. Wir müssen noch das nächste Xel'Naga-Artefakt finden. Das ist jetzt hier in der Nähe nicht. Es ist aber Zeit. Es soll irgendwo in der Nähe sein. In diesem Was Gebiet du auf jeden heute Fall. Kannst besorgen? Der Schwarm Sehr gut. erobert alles. Was ist das denn hier Wir für ein komischer Ausfluss an. Hier? Macht euren Frieden. Sieht nicht unbedingt lecker Grenzen. Aus. Warte mal, was war da? Oh. Oh, oh, oh. Die Eroberung geht weiter. Da ist doch das Artefakt. Dieser Planet. Ja, ich finde das cool, dass offenbar der DHK auch so ein kleines Deine Rudel hat. Königin lauscht. Gewahrt. Gut. Down. Ich bin der Schwarm. Was du heute kannst, was ist es diesmal? In diesem Gebiet gibt es jetzt keine Verbleibenden mehr. Dieser und wir Planet müssen unserem mir. Ersten Rudelanführer gegenübertreten. Der Schwarm erobert alles. Das hat gut geklappt. Ist auch eine geile Fähigkeit. Wir kennen keine Grenzen. Macht euren Frieden. Und sie sind alle weg. So, ihr geht es mal eben runter. Einfach alle. Ja. Ah ja, sie können Zeit. Sich ja leider nicht bewegen. Weil ich das nicht geskillt hatte. Aber was soll's. Was ist Weiter es geht's. Mehr Schaden schließen sich den Kampf an. Danke, DHK. Was du heute kannst besorgen? Yagdra. Anführerin des verfälschten Rudels? Nein! Ist das Angst, Yagdra? Du weißt, dass du nie eine Chance hattest, oder? Deine Veränderung bedeutet gar nichts. Ich werde das Fleisch von deinen Knochen schmelzen.
Da bin ich ja mal gespannt. Sprich. Oh, 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 oh. Yatra legt Eier. Zerstört sie! Angriff. Was ist es diesmal? Die Eier müssen weg. Wir kennen keine Grenzen. Out. Schaben. Wir passen uns an. Sprich. Stillhalten. Okay, da nehmen doch, dann nehmen die leider Schaden. Leider. Deine Königin lauft. Dieser Planet gehört mir. Der Schwarm erobert alles. Kommt schon, er muss Schaden nehmen. Gewahrt. Macht eure Frieden. Passet uns an. Oh oh. Ich bin der Schwarm. Oh oh. Die Erde fuck geht weiter. Stillhalten. Dieser Planet gehört. Oh. Wir waren einfach zu wir langsam. Keine Grenzen. Macht eure Frieden. Ich bin der Schwarm. Was du Angriff heute kannst. Jagd nur noch 750. 790. Es ist Zeit. Der Schwarm. Ja! Der erste Rudelführer der Zerg ist Geschichte. Sieh mal einer an. Wir können nun selbst Essenzen aufnehmen. Das ist sehr, sehr gut. Der nächste Rudelführer wartet schon auf uns. Oh. Mehr von meinem Urhydralisken. Danke. Ich werde Vergeltung. Danke, Dehaker, wirklich. Wir passen uns. Schnell, vernichtet die Eier, bevor sie schlüpfen. Kümmert euch zuerst um die Großen. Ich bin der Schwarm. Gewahr. Längst wird leiden. Dieser Planet gehört mir. Wir kennen es. Ring in der Tod, okay. Ich krieg noch Achievements, die ich nie hatte. Das ist interessant. Ich bin der Schwarm. Gewahr. Sehr gut. Kerrigan hat zwar ordentlich was abgekriegt, aber halt so wild. Was denn ist wir können ja heilen. Mengsk wird leiden. Läuft. Wo ist der nächste die Eroberung Rudelführer? Geht weiter. Wow, das ist auch eine... Also Zerus ist wirklich eine gefährliche wir Gegend. Da sind drei sehr, sehr große Reizrudel. Was du heute kannst besorgen? Der Schwarm erobert alles. Macht eure Pflege. Ich schätze mal, wir sollten uns dieser mal hier Planet beeilen, dass wir die... Oh. Ja. Zieht euch zurück. Sprich. Ich bin wir der haben Schwarm gerade alle Hydralisken verloren. Es ist Zeit. Scheiße. Was du heute kannst besorgen. Leider die Hydralisken verloren. Der Schwarm und auch generell recht viel. Wir haben jetzt noch vier Schaben. Das ist nicht großartig. Wir passen uns an. Aber wir werden es probieren. Gewagt. Ja. Dieser Planet. Sprich. Wir kennen keine Grenzen. Die Eroberung. So, kommt nach oben. Es ist Zeit. Oh, der ist auch wir weg. Passen uns an. Der und der erobert. Auch. Huh, nicht ohne. Ja.
Aber wie gesagt, wir werden es weiter versuchen. Selbst wenn wir alleine dann vor dem Boss stehen, haben wir immer noch eine Chance. Macht euren Frieden. So ist es nicht. Gewagt. Die Haker, wie wär's nochmal mit etwas zusätzlicher Unterstützung? Ich werde Vergeltung üben. Wir kennen keine Grenzen. Sprich, ich bin der Schwarm. Was ist es diesmal? Die Eroberung geht weiter. Wir können die voll verarschen. Die gehört mir. Macht euren Frieden. So, jetzt muss ich ganz schnell dann heilen wirken. Wir passen uns an. Und dann muss ich wieder heilen wirken. Und jetzt. Sehr gut. Gewagt. Ja, da muss man doch etwas aufpassen. Und hätten wir nicht so eine krasse Regeneration unserer Energie, wenn wir schon lange tot sind. Was du heute kannst besorgen? Ich bin der Schwarm. Oje. Oje. Ich ahne nichts Gutes. Da sollten wir vielleicht erstmal speichern. Was du heute kannst besorgen? Der Hacker. Weitere Urzerk einsatzbereit. Danke, der Hacker. Das wird uns auf jeden Fall helfen, Quaid zu besiegen. Mengsk wird leiden. Ich spüre deine Stärke. Du bist es wert, getötet zu werden. 1000 Schnitte. Fleisch zerschneiden. Es ist Zeit. Zeit kommt dich holen. Was ist es diesmal? Deine Königin lauscht. Sprich. Nein! Ganz besorgen. Der Schwarm erobert alles. Dieser Planet gehört mir. Ich bin der Schwarm. Ich reiß dich in Stücke. Glied für Glied. Ja, das sind wir perfekt entkommen. Außenschnitte. Boah. Fleisch zerschneiden. Gewagt. Wir kennen keine Grenzen. Irgendwie ist er nicht so stark wie Yagdra, obwohl er viel mehr Leben hat. Die Eroberung geht weiter. Ich bin der Schwarm. Was du heute kannst besorgen? Gewagt. Es ist Zeit. So. Was ist es? Reiß dich in Stücke. Glied für Glied. So, und jetzt alle auf Yagdra, auf Yagdra auf Zweit. Und dann haben die ihn gleich. Nein! Okay, da war ich etwas leichtsinnig. Ich dachte, er würde schneller sterben. Deine Königin lauscht. Nein! Du kriegst meine Zerg nicht! Puh, es haben 5 Schaben überlebt. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Der nächste und letzte Abschnitt. Mein Rudel trifft ein. Sie werden deine Feinde zerquetschen. Wir haben sogar einen Ultralist. Den hättest du uns auch mal früher schicken können. Ja. Deine Königin. Aber gut, besser spät als gar nicht. Hier oben könnte das Xel'Naga-Artefakt sein. Nee, ist es aber nicht. Ich bin der Schwarm. Ja. Hier haben wir sehr, sehr viele. Oder warte mal. Ich werde Vergeltung üben. Ich kann da nicht rüber. Okay, ich hätte sonst gedacht, dass man hier hoch kann und das irgendwo hier oben das Xel'Naga-Artefakt ist. Aber ich muss sagen, ich sehe es auch gerade nicht. Macht euren Frieden. Sehe nur jede Menge Schrecken da hinten. Die Eroberung geht weiter. Mit denen wir uns alle befassen werden müssen. Und die haben alle ja gut 30 Lebenspunkte. Was ist es diesmal?
was du heute kannst. Diese Kreaturen explodieren, wenn du ihnen zu nahe kommst. Sprich. Ja, ich merke das schon. Gewagt. Wir passen uns ab. Oh, komische, downgegradete Banelinge irgendwie. Ich bin der... Es ist Zeit. Der Schwarm... Saurier, kämpfte mit zur Irre. Vernichte ihn schnell. Interessanter Gegnertyp, Ravasaurier. Das muss im Prinzip der Vorgänger des Hydralisten gewesen sein. Ja. Ja. Sein Nagel-Artefakt haben wir auch, sehr gut. Der Schwarm erobert alles. Und die Ravasaurier sind auch weg. Und damit haben wir alle Bonusziele erfüllt. Und können uns jetzt voll und ganz auf den Feind konzentrieren. Was ist es diesmal? Ich bin der Schwarm. Es ist Zeit. Was du heute kannst. Ja. Macht eure Frieden. Sliven, deine Diener mögen fallen. Ja, der Ultralisk ist sehr hochgeheilt, ist das wird dauern. Wir sind gleich schon bei ihr, sehe ich gerade. Ich werde Vergeltung üben. Der ist auch schnell. Sprich. Gewagt. Wir kennen. Es ist Zeit. Sehr gut. Dieser Planet gehört mir. Und da haben wir noch wieder die Schrecken. Oh! Was ist das denn? Vorsicht! Sie explodieren! Da vorne haben wir auch schon wieder so einen. Der Schwarm erobert alles. Ich bin der Schwarm. Was du heute kannst besorgen? So, einmal rüber. Wir passen uns an. Gewagt! Was du heute kannst besorgen? Ich denke mal, wir schalten als erstes diese ganzen Ravasaurier aus. Das wird dann leichter hier durchzukommen. Dieser Planet. Ultralisk, da haben wir noch einen ziemlich großen wieder. Ich bin der Schwarm. Gewagt. Schnell. Die Eroberung geht weiter. Macht euren Frieden. Der Schwarm erobert alles. Immer wieder so ein kleines bisschen geteased und dann war er tot. Wir kennen keine Grenzen. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Ist der Ravasaurier einfach zurückgekommen? Ernsthaft? Sprich. Der war doch eben tot. Ich hatte den doch getötet. Wo kommt der denn jetzt was auf einmal du heute her? Heute kannst besorgen? Cerusianischer irgendwas. Wird leiden. Der Schwarm erobert alles. Vorsicht. Wir passen uns an. Sehr schön. Und jetzt noch einmal hier schön. Boom. Ich bin der Schwarm. Oh. Dieser Planet gehört mir. Oh. Die Eroberung geht weiter. Gewagt. Ja. Wir kennen keine Grenzen. Zurück. Gemeinsam angreifen. Nein. Sprich. Den will ich ungern verlieren. Boah, die Säure ist krass. So, wir werden jetzt erstmal dafür sorgen, dass der Ultralisk wieder einigermaßen auf die Beine kommt. Denn der wird für unsere Unternehmung sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Die Ravasaurier kommt tatsächlich zurück nach einer Zeit. So, einmal noch. Sehr gut. Es ist Zeit. Und dann können ich wir uns aufmachen. Ich werde Vergeltung üben. Macht euren Frieden. Wir kennen keine Grenzen. Das ist gefährlich still gerade. Das passt mir nicht. Wir passen uns an. Das ist schön, Kerrigan. Das heißt aber nicht, dass es weniger gefährlich wird. Die Eroberung geht weiter. Dieser Planet gehört mir. Ja?
Aber offenbar kommt hier gerade keiner. Ich bin der Schwarm. Mengsk wird leiden. Gewagt. Da ist sie. Was? 3500 Lebenspunkte. Willkommen auf deiner Beerdigung. Ja, da kommen ziemlich viele Schrecken raus. Und wie gesagt, das dürften die sein, die explodieren. Was ist es diesmal? Dieser Planet. Es gibt kein Entkommen. Das ist nicht so lustig. Nein. Meine Kinder. Zurück. Deine Königin laufen. Nein, meine Schaben! Gewagt! Dieser Planet gehört mir! Wachst, meine Kinder! Wachst. Zurück! Wir müssen uns einmal heilen. Oh, fuck! Ja? Fuck! Auf den Rabasaurier! Es gibt kein Entkommen! Nee, gibt's auch nicht! Ich merke das gerade! Es muss noch mehr! Fuck, wie kämpft man denn gegen die? Guckt euch das mal an. Ja. Okay, alle meine Units sind down. Ich verlasse mich jetzt nur noch auf Kerrigan. Kontrolliere jetzt nur noch sie. Das ist einfacher. Und ich weiß ziemlich gut, wie man die besiegen kann. Also man muss sie einfach nur immer wieder anspringen. Dagegen kann sie nicht besonders viel tun. Merkt sie nicht, dass sie immer schwächer wird? Ist ihr das nicht klar? Gewagt. Der Schwarm erobert alles. Leider haben wir überhaupt keine fucking Units mehr. Oh Gott. Holy shit.